Pietus bezeichnete Medea als wilde Furie. Doch Christa Wolf konnte das einfach nicht stehen lassen. Und so machte sie aus der wilden Furie eine selbstbewusste Frau, die ihre Kinder über alles liebt. Nun wollen wir euch zunächst die wichtigsten Stimmen vorstellen und danach in die Handlung übergehen. Ich bin Jason, Sohn des Aison, dem König von Iolkos. Oder sollte ich vielleicht sagen, zukünftiger König von Korinth, da ich die Königstochter bald zur Frau nehmen werde. Natürlich verdanke ich diese Tatsache meiner Wirkung auf Frauen, welche ich durchaus bewusst einzusetzen weiß. Sie half mir bereits in einigen schwierigen Situationen, sei es beim Erlangen des goldenen Vlieses mit Hilfe von Medea oder die Aussicht auf eine Herrschaft in Korinth, welche ich natürlich nicht abschlagen konnte. Kreon, der König der Stadt, ist mir wie ein Vater geworden und ich fühle mich bereits wie ein richtiger Korinther. Ich kam als Flüchtling hierher, als Anführer der Argonauten, welche mir bei der Beschaffung des Vlieses halfen. Eben dieses benötigte ich, um meinen Thronanspruch in Iolkos geltend zu machen. Mein Onkel jedoch machte mir einen Strich durch die Rechnung. Andere bezeichnen mich als täppisch oder behaupten, ich hätte eine plumpe Art. Ich selbst würde mich jedoch als erfolgreich betrachten. Immerhin bin ich Anwärter auf den Thron in Korinth. Der sich seine Frauen nach ihrem Nutzen aussucht, um vorzugsweise die Königswürde zu erlangen, heiratet zuerst Medea. Als er durch sie nun doch nicht zum König werden kann, verlässt Jason Medea, um durch die Ehe mit Glauke den Thron zu besteigen. Aber um diese Ehe lichten zu können, muss er Medea verlassen. Der Verrat trifft sie sehr schwer. Ihr Hass und ihre Wut werden Jason heftiger treffen, als er glaubt. Wer bin ich? Ich bin eine Frau, aber nicht irgendeine unbedeutsame Frau. Ich bin Medea, Tochter des König Aegis und seiner Frau Ydia. Ich bin Medea, Heilerin, Zauberin und Priesterin der Hekate. Ich bin Medea, die von ihrer einst großen Liebe betrogen wurde und für diesen noch einen Ort der Zuflucht suchte. Ich schenkte ihm zwei Kinder, Meidos und Pheres, meine schönsten Geschenke und größten Schätze. Geflüchtet bin ich aus Kolchis, meine Heimat. Wofür? Um hier als übermütig, wild und eitel dargestellt zu werden. Ich bin nun mal anders. Selbstbewusst, engagiert und willensstark. Diese Eigenschaften sagt man mir nach. Man sollte mich nicht unterschätzen, denn ich bin Medea. Medea als kluge Frau, Heilerin und Priesterin hat natürlich auch Schüler, denen sie ihr Wissen weitergibt. So auch die Tochter ihrer besten Freundin, Agameda. Blöd nur, dass Medea einen ausgeprägten Sinn für Perfektionismus hat und deshalb mit Agameda besonders hart umspringt. Durch diese Behandlung hat Medea Agameda gegen sich aufgebracht. Die hochgeachtete Heilerin aus Kolchis, das bin ich, Agameda. Hass ist das einzige Wort, mit dem ich meine Beziehung zu Medea beschreiben könnte. Medea, die mir als Tochter ihrer verstorbenen besten Freundin und ihrer Schülerin ihre Liebe verwehrte. Um sie diese Wut spüren zu lassen, kehre ich Kolchis, meiner eigenen Heimat, den Rücken zu und lasse Korinth zu meiner neuen Heimat werden. Durch Anpassung an die Korinther habe ich es weit gebracht. Hier behandle und betreue ich sogar Glauke, die Tochter des Königs Kreon. Ihr gelerntes Wissen und ihre Anpassungsfähigkeit hat es Agameda weit gebracht in Korinth. Sie besitzt sogar so viel Ansehen, dass selbst der König von Korinth ihr so viel Vertrauen entgegenbringt, dass er sogar seine Tochter in ihre Hände gibt. Der mächtigste Mann im Land, das bin ich, Kreon, König von Korinth, umgeben von Merope, meiner Frau, und Glauke, unserer wunderschönen Tochter. Gefährdet ist meine Macht und das von einer Frau, der ich in Korinth Zuflucht gewährte, Medea, eine Unruhestifterin, die verbannt gehört. Doch zu meinem Glück habe ich an meiner Seite Akamas, mein erster Vertrauter, der das Geheimnis um meine verschwundene Tochter Iphinoe bewahrt. Tja, das ist Kreon, der alte Tyrann, wie er lebt und lebt. Erst bringt er seine Tochter um, damit er an der Macht bleiben kann, und dann merkt er nicht, wie Akamas, sein engster Vertrauter, ihm diese wieder schleichend abnimmt. Akamas ist gewieft genug, die Macht zu haben, ohne dies nach außen hin zu zeigen. Während Kreon mehr Schein als Sein ist, zieht er im Hintergrund die Fäden. Ich trage den Namen Akamas und bin Kreons engster Vertrauter.
Dies verleiht mir eine nicht zu unterschätzende Macht in Korinth, was mich in gewisser Weise zu einer Respektperson macht. Seit einiger Zeit ist nun diese Medea hier. Ich stand ihr bei ihrer Ankunft keinesfalls negativ gegenüber. Im Gegenteil, ich verstand mich anfangs recht gut mit ihr. Durch meine Tätigkeit als erster Astronom besitze ich natürlich einen überragenden Wissensstand und ich merkte schnell, dass hier am Hofe oder in der Stadt nur wenige eine annähernd große Kompetenz besitzen. Bei Medea war das anders. Da ich sehr aufmerksam bin und sie genau beobachtete und viele Gespräche mit ihr führte, merkte ich schnell, dass sie eine schlaue Frau ist. Pech für sie, dass sich das Schicksal mittlerweile gegen sie gewendet hat. Der gemeinsamen Intrige haben Kreon und Akamas die eigentlich mächtigste Person in Korinth entmachtet, Merope, die Königin. Die Königswürde wird in Korinth nämlich von mütterlicher Seite vererbt. Die Gemahlin Kreons leidet extrem unter ihrer Situation und ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Der Ritualmord an ihrer ältesten Tochter hat einen gewaltigen Hass auf ihren Mann Kreon entfacht. Ich bin die schöne Merope, die Königin von Korinth, die Gemahlin des Königs Kreon. Eigentlich sollte ich wie eine Herrscherin leben, bin aber einsam und verlassen in meinem Zimmer wie eine Gefangene. Einst hatte ich zwei Töchter, Iphinoe und Glauke, doch eine wurde mir genommen. Ich hasse ihn, den König. Ich hasse ihn für all das Leid, das ich erfahren muss. Ich hasse ihn, da ich wegen ihm meine Tochter Iphinoe verloren habe. Sie wurde geopfert. Meine wunderbare Tochter, die ich über alles geliebt habe. Kreon, dieser herrschsüchtige Tyrann, er hat sie geopfert, damit sie nicht an die Macht kommt und er herrschen kann. Ihr wäre es vergönnt gewesen zu regieren und nicht diesen widerwärtigen Kreon, wegen dem ich wie eine Verrückte eingesperrt in meiner Zelle lebe. Die Königin von Korinth hat einen Teil ihres Selbstbewusstseins und ihrer inneren Stärke an ihre Tochter Glauke weitergegeben. In der Hoffnung, dass ihre Tochter sich gegen die vereinnahmten Gemüter der Männer auflehnen kann. Doch Meropes Hoffnung, dass ihre Tochter nicht auf die seichte Art eines Mannes hereinfällt, löst sich in Luft auf. Als Glauke ausgerechnet Medeas Mann Jason ehelichen will, der es nur auf den Königstitel abgesehen hat. Ich bin Glauke, die Tochter des Königs Kreon und dessen Frau Merope. Einst war ich unglücklich und verschüchtert, doch ich begegnete einer faszinierenden Frau namens Medea, die mir neues Selbstbewusstsein schenkte. Nun fühle ich mich bereit, meinen geliebten Jason zum Mann zu nehmen. Jason reist mit den Argonauten nach Kolchis, um das goldene Vlies, welches ein Gastgeschenk von seinem Onkel an die Kolcher war, wieder zurück in sein Heimatland Iolkos zu bringen. Mit diesem Schritt wollte er seinen anderen Onkel Pelias, welcher unrechtmäßig König von Iolkos ist, vom Thron drängen. Jason erreicht Kolchis, eine Stadt geprägt von Hügellandschaften und Mischwäldern, gelegen an der Ostküste des Schwarzen Meeres, am Rande der Welt. Dort herrschen König Aitis und seine Frau Idia im hölzernen Palast. Unter dieser Regierung leiden die Frauen. Durch eine Intrige, welche Aitis dazu bringen soll, abzudanken, kommt es zum Mord an Absyrtos, Medeas Bruder. Inmitten der Stadt am Keucherstadtbrunnen verliebt sich Jason in die Königstochter Medea. Um die von König Aitis gestellten Aufgaben, das goldene Vlies zu erlangen, lösen zu können, benötigt Jason Medeas Hilfe. Getrieben durch die Wut über den Mord an ihrem Bruder, stellt sie ihm ihre Zauberkräfte zur Verfügung. Sie hilft ihm, die Stiere und die unbesiegbare Schlange zu besiegen. Als Gegenleistung dafür soll er sie und ihr Gefolge auf der Argo mitnehmen. Bei der Abfahrt wirft sie die Gebeine ihres Bruders, welche sie vorher auf dem Acker aufgesammelt hat, ins Meer. Medea steht eines Abends an der Argo und erklärt Jason ohne Begründung, sie würde ihm bei der Beschaffung des goldenen Vlies helfen. Dabei vermittelt sie den konkreten Plan der Flucht, stellt aber im Gegenzug die Bedingung, sie und eine reisegewillige Kolchergruppe dürften sich der Flucht anschließen. Medea hatte sich vorher erst ihrer Mutter, später Lyssa anvertraut. Und Lyssa stellte eine kleine Gruppe von Kolchern zusammen, wobei sie sich sicher sein musste, dass diese stillschweigen bewahren würde. Ziel von Jason war es, mit dem gestohlenen Vlies zu fliehen und den Thron seines Onkels antreten zu können. Medea hingegen sah sich gezwungen, den Vater zu verraten, aus Opposition gegen sein verbrecherisches Regime. Denn er hatte Absyrtos auf dem Gewissen und als nächstes vor, Jason unschädlich zu machen. In
Entgegen vieler Meinungen, sie hätte aus Liebe zu Jason die Arbeit getreten, konnte Medea schlichtweg nicht weiter im, wie sie sagt, verlorenen, verdorbenen Kolchis bleiben. Kurz vor der Abfahrt rüttelte Medea Lyssa wach mit einem »Komm, Lyssa, kommst du?« und beide schlichten aus dem Palast zum Ufer, wobei ruhiger See im Dunkeln die Argo und zwei andere Fluchtschiffe der kolchischen Flotte lagen, in welche nun Kinder und Frauen getragen wurden. Lyssa begleitete Medea, wobei sie aber von einem Keucher getrennt wurde, dessen Tochter Arina sie unterwegs zur Welt brachte. Bei der Abfahrt gab die Mutter Medea zu verstehen, dass sie deren Unterfangen billigte. In einer der ersten Nächte auf der Argo brannten sich Medea schon die Worte Verräterin und Flüchtlinge ein, als diese die Argonauten sahen. Jene versuchten mittlerweile, Jason zu überreden, Medea an Aethes auszuliefern, da diese ihnen durch die unüberlegte Flucht die kolchische Flotte auf den Hals gehetzt hatte. Doch Medea stand unter Jasons Schutz. Die Kolcher ließen bald von den Argonauten ab, da Medea die gesammelten Gebeine ihres Bruders in die See warf und sie gezwungen war, diese für das kolchische Todesritual wieder zusammenzuführen. Auf ihrer Überfahrt machten die Argo und ihr Gefolge unter anderem Halt an einer Insel, dessen Zauberin Kirke, die Schwester von Medeas Mutter, Medeas Geist reinigte und ihr das Gefühl gab, ihre Nachfolgerin zu sein, als aufbegehrende Geflüchtete. Auf dem Weg ihrer Flucht bereisten sie viele Orte, wobei Jason und Medea auf Corcyra verheiratet wurden. Da Jasons Onkel den Thronantritt trotz des Widerfalls verweigerte, waren er und sein Gefolge gezwungen, einen Zufluchtsort zu finden. So trafen sie, dank der Gnade Kreons, mit der mittlerweile hochschwangeren Medea an einem windigen, trüben Herbsttag im Hafen Korinth ein. Die Argo wird durch ein Lotsenschiff der Korinther eingewiesen und die Flüchtenden durch einige Beamte des Palastes empfangen. Noch in der gleichen Nacht bringt Medea ihre Kinder zur Welt, Zwillinge, Meidos und Pheres. Nach einiger Zeit wird Korinth von einer Dürrezeit heimgesucht. Sie verursacht eine scheinbar unaufhaltsame Hungersnot. Medea will Korinth retten, doch als ihre Kenntnisse über Kräuter nicht ausreichen, bringt sie die Bürger Korinths dazu, das heilige Pferdefleisch zu essen. Kurz darauf wird Medea aus dem Palast ausgewiesen, da sie angeblich eine krankmachende Ausstrahlung besitzt. Doch der eigentliche Grund der königlichen Familie war Furcht vor einem Fluch. Daraufhin bezieht Medea mit ihren Kindern und Lyssa eine Lehmhütte. Als Kreon ein Fest veranstaltet, bei dem sein Ansehen vor ausländischen Gästen sehr wichtig ist, kommt auch Medea auf Jasons dringlichen Wunsch. Während des Festes sieht Medea die schweigsame Königin Merope in den Kellergewölben des Palasts verschwinden und folgt ihr. Dort entdeckt sie die Gebeine des kindlichen Körpers Iphinoe, die einem entfernten Königreich verheiratet und sicher geglaubt war. Am nächsten Tag befällt Medea Fieber und sie wird von Lyssa gepflegt. In ihrem Fieberwahn träumt sie von ihrer Mutter und verarbeitet die Geschehnisse vom Vortag. Sie offenbart ihrer Mutter, dass die Stadt Korinth auf einem Verbrechen gegründet ist, die Ermordung der Königstochter. Unter anderem beobachtet Agameda die Verfolgung Meropes von Medea. Agameda weiht Prespon ein und beide fühlen sich in ihrem Vorhaben, Medea zu vertreiben, bestärkt. Sie suchen einen Vorwand, um Medea im Volk unbeliebt zu machen. Jedoch hätte das Preisgeben dieses Geheimnisses negative Auswirkungen auf das Leben der Königsfamilie. Deshalb ließen sie das Gerücht des Brudermordes verbreiten. Während die Pest wütet, sitzt Leukon und Medea unter dem Sternhimmel und er ist um sie besorgt, da sie sich um jegliche Pestbefallene kümmert. Des Weiteren erzählt sie von der Hetzkampagne gegen sie und von ihrer Begegnung mit Eustros, einem Flüchtling aus Kreta, den sie kennen und lieben gelernt hat. Glauke ist davon überzeugt, dass sie selbst Schuld am Ausbruch der Pest hat. Begründen kann sie es aber nicht. Es ist allerdings möglich, dass sie von den letzten Ereignissen und Iphinois Tod traumatisiert ist. Entgegen Glaukes Auffassung gibt das Volk von Korinth Medea die Schuld am Ausbruch der Pest. Jene begibt sich zum Artemis-Hügel, inmitten einer feiernden Horde Korinther, die jedoch wegen der gelang erhaltenen Pest nur wenige Gaben für das Opferfest mitnehmen können. Auf
Auf dem Hügel opfern sie auf grausame Weise Stiere. Es herrscht abscheuliches Gebrüll und Medea ekelt sich furchtbar vor ihnen und der Opferzeremonie. In gleicher Nacht finden die Korinther geschändete Gräber. Unter dem Rachedurst stürmen sie einen Tempel, in dem Gefangene Asyl suchen und nun für die Untat andere büßen sollen. Denn die Korinther bestehen in ihrer Mordlust auf einen alten Brauch, der Göttin Menschenopfer zu bringen. Medea verhindert das Vorhaben, es wird lediglich ein Gefangener geopfert, dennoch verlässt sie die Feier mit dem Gedanken, jenen Mann auf dem Gewissen zu haben. Eine anschließende Mondfinsternis, welche die Kolche, wie auch die Korinther unerwartet trifft, wurde von den korinthischen Astronomen, unter anderem Akamas, geheim gehalten. Beide Völker ängstigten sich vor dieser Naturerscheinung gleichermaßen. Die Kolche fürchteten den Untergang der Welt, die Korinther sahen darin nichts anderes als eine Strafe der Götter, die erzürnt seien über fremde, eingeschleppte Götter in ihrer Stadt. Während des Frühlingsfestes, welches die Kolcher mit dem traditionellen Laufen über heiße Kohlen begrüßten, kam auch der Mond wieder zum Vorschein. Die Freude der Kolcher darüber wird bald darauf gestört, da der Korinther Turon einen Baum in ihrem heiligen Hain fällt. Die Feiernden stürzen sich aufgebracht auf ihn und schneiden ihm sein Geschlecht ab. Medea verarztet ihn anschließend entgegen Eustros Rat. Am gleichen Morgen werden im Viertel der Kolcher alle von den Soldaten des Königs Greifbaren getötet. Immer beteiligt an unglücksbringenden Ereignissen, wird Medea vom Hofe des Brudermords, der Pest, dem Erdbeben und des Mordanschlags an Turon bezichtigt und festgenommen, unter dem Vorwand, sie habe die Weiber angeführt, die Turon schändeten. Medea wartet während der Beratung in einem kleinen dunklen Raum auf den Boten. Am Ende der Verhandlungen wird sie zur Verbannung verurteilt. Während Agameda fast jedem Einzelnen des Rates die Chance nahm, auch nur einen Gedanken zu uns Medeas einzuwerfen. Medea wird verbannt, darf aber ihre Söhne nicht mitnehmen und gibt sie den Priesterinnen eines Tempels in Obhut. Sie wird durch die Straßen geschleift, beschimpft und bespuckt von der kreischenden Menge. Laut Leukon, armselige Missgeleitete in ihrer Angst vor dem Geschehenen. Die Pest flaut ab. Und als Glauke nach dem Urteilsspruch über Medea verrückt wird und nach einem epileptischen Anfall die Zusammenhänge erkennt zwischen dem Tod von Iphinoe und der Beschuldigung gegen Medea, stürzt sie sich in den Hofbrunnen. Ihr Selbstmord wird Medea angelastet, woraufhin sie und Lysa an ganz Korinth gesucht werden. Währenddessen verbreitet Akamas das Gerücht, Glauke sei wegen einem vergifteten Kleid gestorben, welches ihr kurz zuvor von Medea geschenkt wurde. Jason liegt wohl nur noch unter dem Rumpf der Argo und wird notdürftig von Telamon versorgt. Seine Pläne sind ohne Zukunft. König Kreon ist gewissermaßen ein toter Mann und empfängt in seinen Gemächern niemanden außer Akamas. Die alte Königin Meropa hat Hausarrest und seine Mitwässer jagt der sich auf einem Höhepunkt befindende Akamas aus der Stadt. Über Arissa erfährt Medea in den Bergen nach einigen Jahren von der Steinigung ihrer beiden Kinder. Und was ihr bleibt, ist, ihre Peiniger auf ihr Lebensende zu verfluchen.